Gästen. Ich stelle Ihnen die Gesprächspartner vor, die zuerst mal hier auf dem Podium kurz das Problem noch einmal erörtern wollen und anschließen wollen an die Diskussion, die Sie vor der Mittagspause hatten. Und dann sollen Sie auch sehr gerne sich eingeladen fühlen, gleich an der Diskussion teilzunehmen. Wir bekommen einen Input zunächst von ungefähr 10 Minuten von Damian Ludewig, der bis vor kurzem Geschäftsführer des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft war, jetzt im Beirat dieses FÖS sitzt und als freiberuflicher Unternehmer und Berater unterwegs ist. Das ist richtig, Herr Ludewig. Dr. Thomas Gammke sitzt neben mir. Er ist Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Da haben Sie eine ganz steile Karriere gemacht. Sie sind nämlich, glaube ich, erst 2004 oder 2006 eingetreten. 2004 beim Bündnis 90 Die Grünen. Herr Gammke ist Physiker, hat seine Karriere bei Schott gemacht und hat unter anderem auch die Isar Energie, Bürgerenergie Isar EG gegründet. Und dann auf meiner anderen Seite sitzt Matthias Lefhardt, der die Berliner Repräsentanz der Stiftung Die Familienunternehmer leitet. Er ist gleichzeitig auch der Leiter der Abteilung Steuer- und Finanzpolitik, hat seine Karriere unter anderem beim Bundesverband der deutschen Industrie gemacht. Das dürfen wir hier nicht verschweigen, und war maßgeblich auch an den Gesprächen zu Ökosteuer und den Ausnahmen für die Unternehmen in dieser Ökosteuer beteiligt. Ich heiße Ursula Weidenfeld, bin Wirtschaftsjournalistin hier in Berlin und darf Sie durch die nächsten 1,5 Stunden begleiten. Und damit wir zügig vorankommen, Herr Ludewig, haben Sie das Wort. Ich bin gebeten worden, am Anfang noch mal so eine kurze Einführung ins Thema zu machen. Der ein oder andere hat vielleicht auch schon dieses Impulspapier zur Kenntnis genommen. Es waren ja so ein paar Papiere im Vorfeld schon zur Verfügung gestellt. Aber da meint es, glaube ich, erst dann, ich weiß nicht, als krönender Abschluss oder wie auch immer. Ich glaube, erst sagen gestern wir mal oder so, wir oder haben gesagt, Sie hatten es erst gestern fertig, oder? Nein. Nee, das ist schon ein paar Wochen her. Nee, aber es sollte ja nach und nach die Debatte anregen. Haben es vielleicht doch noch nicht alle gelesen, insofern vielleicht nochmal so die grundlegenden Überlegungen. Ich will am Anfang vielleicht erstmal so ein bisschen das Spektrum aufbrechen, die externen Kosten. So ein wirtschaftstheoretischer Zugang ist ein möglicher, warum man eben Energie bzw. CO2 stärker besteuern sollte. Wir haben da jetzt auf dem Eröffnungspodium schon einiges zu gehört und auch einen grundsätzlichen Konsens darüber gehabt. Komplizierter wird es dann immer, wenn man in die Details geht. Das werden wir dann sicherlich hier auf dem Podium merken. Man kann sich dem Thema auch von einer anderen Ecke nähern, eher aus einer Gerechtigkeitserwägung heraus, über die Verursachergerechtigkeit. Da wäre dann der Gedanke eher, dass derjenige, der Kosten verursacht, diese auch bezahlen muss. Man kann eher aus einer ökologischen Ecke kommen. Wie erreicht man ökologische Ziele? Wir haben von der Bundesregierung auch parteiübergreifend ja schon von Schwarz-Gelb mit Zustimmung auch der anderen Fraktionen sehr anspruchsvolle ökologische Energie-, klimapolitische Ziele, auf die sich die Politik verständigt hat. Und dann kann man jetzt überlegen, wie erreicht man die tatsächlich effizient, aber auch überhaupt effektiv, damit man da hinkommt. Und da wäre auch schon unsere Einschätzung, dass man eben solche ökologischen Ziele in einer Marktwirtschaft nicht gegen die herrschenden Preissignale erreichen wird. Man kann da immer auch versuchen, ordnungsrechtlich mit Vorschriften das eine oder andere zu versuchen. Aus unserer Sicht macht das da Sinn, wo man bestimmte Verhaltensweisen gar nicht will, dass sie überhaupt vorkommen, dann kann man das verbieten. Das ist sicherlich einfacher, als irgendwelche Zertifikatesysteme oder Ähnliches zu implementieren. Aber meistens geht es eben dann doch um eine bestimmte Begrenzung ohne einen völligen Ausschluss von bestimmten Verhalten, etwa wie viel Auto gefahren wird, wie viel CO2 in der Energieerzeugung emittiert wird etc. Und gerade da machen dann eben solche eher marktwirtschaftlichen Instrumente aus unserer Sicht Sinn und sind eben auch aus ökologischer Perspektive wichtig. Man kann sich dem Ganzen auch eher finanzwissenschaftlich nähern, wo auch konservative Finanzwissenschaftler sagen, dass Steuern sollten möglichst entscheidungsneutral sein und Entscheidungen nicht verzerren.
Das führt zum Beispiel der CDU-Fraktionsvize für Finanzen, Ralf Brinkhaus, immer wieder an und sagt dann aber auch, und heute tun sie das aber, weil sich der Staat zu fast 2/3 dadurch finanziert, dass er den Faktor Arbeit durch Steuerabgaben belastet und weniger als 5% dadurch, dass er den Faktor natürliche Ressourcen durch Steuern und Abgaben belastet. Das heißt, heute steuert der Staat in Richtung weniger Arbeitsplätze und mehr Energieeinsatz, wenn man so möchte. Und das umzustrukturieren, dass das, womit das Steuersystem hinsteuert, mehr mit den politischen Zielsetzungen in Übereinstimmung zu bringen oder zumindest da zu einer Neutralität zu kommen, das ist eben auch ein möglicher Ansatz. Aus all diesen Überlegungen kann man jedenfalls zu der Konsequenz kommen, zu der Schlussfolgerung kommen, dass stärker CO2 bepreist werden sollte. Und bevor wir da an die Details gehen, was man da machen könnte, würde ich gerne nochmal deutlich machen, dass wir heute ganz oft eher gegenläufige Signale haben. Also wir haben zum einen umweltschädliche Subventionen von über 50 Milliarden Euro in Deutschland, die Jahr für Jahr anfallen. Das ist natürlich das Gegenteil von der Internalisierung externer Kosten. Also das wäre erstmal so der erste Schritt, dass man da Marktverzerrungen, die bestehen, beseitigt, wo der Staat aktiv die Ziele, die er in anderen Bereichen hat, im Bereich der Energie- und Klimapolitik blockiert, dass man das erstmal auflöst. Das wäre sicherlich der allererste Punkt, bevor man über eine weitergehende Internalisierung externer Kosten redet. Wir haben zum Zweiten die Tatsache, dass ganz oft die Besteuerung sehr irrational erfolgt. Also dass gerade CO2-intensive Energieformen geringer besteuert werden, geringer besteuert werden als die weniger intensiven. Also egal, ob wir uns den Verkehrsbereich anschauen, wo Diesel eben CO2-intensiver ist als Benzin und trotzdem wird Diesel niedriger besteuert. Ob wir uns den Heizungsbereich anschauen, wo Erdgas weniger CO2 enthält als Kohle und trotzdem wird Erdgas stärker besteuert als die Kohle. Also eigentlich geht immer der Anreiz in die falsche Richtung, auch innerhalb der Energiebesteuerung, die wir heute haben. Auch das wäre eine Möglichkeit, ohne jetzt zusätzliche Energiesteuern oder ohne eine Anhebung insgesamt von Energiesteuern, schon mal die Internalisierung externer Kosten zu verbessern. Und dann haben wir noch einen dritten Sachverhalt. Der klingt jetzt ein bisschen technisch, ist aber äußerst relevant. Die ganzen Energiesteuern oder auch Umweltsteuern insgesamt sind sogenannte Mengensteuern. Sie beziehen sich auf eine physische Einheit, anders als die Wertsteuern oder Abgaben, die auf einen Geldbetrag bezogen sind. Und jetzt haben wir schon die Preisstabilität als ein Kriterium gehabt. Wenn wir jetzt aber, also das heißt ja meistens auch eher so 2% Inflation und nicht null. Und wenn wir eben Inflation haben, dann heißt das, dass automatisch diese Mengensteuern alle abgewertet werden. Das Aufkommen ist real weniger wert durch die Inflation. Anders als bei den wertbezogenen Steuern, die eben mitwachsen, weil sie auf den Geldbetrag fußen. Und wenn dann die Löhne steigen, dann steigt eben die Einkommensteuer auch noch mit. Sogar überproportional durch die kalte Progression, wenn man es jetzt noch ganz kompliziert machen möchte. Aber jedenfalls, was dadurch passiert ist, dass der Umweltsteueranteil, der ohnehin schon gering ist, automatisch die ganze Zeit zurückgeht, während Arbeit immer stärker belastet wird. Das heißt, wir haben sozusagen eine antiökologische Steuerreform, die ganze Zeit wirkt. Und das mag im Jahr, aufs Jahr genommen nicht allzu relevant klingen, aber wir hatten die letzte Anhebung von der Mineralölsteuer 2003. Um nur den gleichen realen Steuersatz wieder zu haben bei der Mineralölsteuer heute, müsste die Steuer schon um 14 Cent je Liter angehoben werden. 14 Cent. Wenn man sich jetzt anschaut, was wir für eine Debatte haben um die Pkw-Maut, die von der Größenordnung 1 Cent Mineralölsteuer entspricht, dann merkt man, wie relevant auch dieses Thema ist, sozusagen, man könnte sagen, der kalten Regression bei den Umweltsteuern im Gegensatz zur kalten Progression bei den Einkommensteuern. Also auch das ist ein Punkt, wo wir sozusagen eine Deinternalisierung externer Kosten haben die ganze Zeit. Also die externen Kosten werden nicht stärker internalisiert, sondern weniger internalisiert dadurch, dass die Umweltsteuern real zurückgehen.
Da müsste man also ganz dringend ansetzen und beispielsweise über eine Indexierung, wie das viele andere Staaten haben, Dänemark, Niederlande beispielsweise, dafür sorgen, dass die Umweltsteuern eben automatisch mit aufwachsen mit der Inflation. Um nur den Status quo aufrechtzuerhalten, damit es noch kein Signal in den Markt gegeben für zusätzliche Effizienz- oder CO2-Einsparungssignale. Und dann, man kennt das aus den Tarifverhandlungen vielleicht mit den Gewerkschaften, dann gibt es noch die Produktivitätssteigerung und die fordern auch immer die Gewerkschaften, dass die Löhne entsprechend der Inflation und der Produktivitätssteigerung wachsen sollten. Und Ähnliches gilt auch bei den Preisen für die Nutzung natürlicher Ressourcen. Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Gründungsmitglied des Förster, verweist da immer wieder drauf, sobald die Preise nicht entsprechend der Steigung der Energieproduktivität mitsteigen, wenn ich also den gleichen Output mit geringeren Energieinput erzeugen kann, wenn dann die Preise nicht mitsteigen, dann haben wir sogenannte Rebound-Effekte. Die sind besonders in der Postwachstumsdebatte gerne diskutiert. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man strukturell immer die Energiepreise entsprechend anheben müsste, entsprechend der Energieproduktivitätssteigerung, um nur zu verhindern, dass Energie sozusagen, also sagen wir mal, das Autofahren zum Beispiel billiger wird, dadurch, dass die Autos effizienter werden, dass das dann nicht gegenkompensiert wird. Also das sind alles so ein paar eher technisch klingende strukturelle Dinge, die mir aber trotzdem wichtig waren, am Anfang mal zu sagen, um deutlich zu machen, wenn man jetzt an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Energiesteuern anhebt, dann heißt es noch nicht, dass das gleich zur Deindustrialisierung Deutschlands führt oder ganz radikale Konsequenzen nach sich ziehen würde, sondern dass wir im Gegenteil eher gegenläufige Tendenzen haben und erst mal gucken müssen, dass wir die nivellieren und dann können wir überlegen, wie wir tatsächlich grundsätzlich stärker externe Kosten internalisieren. Da hat Rainer Barke vorhin schon die Größenordnung deutlich gemacht beim Emissionshandel. Wenn wir da 7 bis 8 Euro Preise je Tonne CO2 haben, bei den externen Kosten, er hat 200 Euro je Tonne genannt. Ich sage meistens zurückhaltend nur 70 bis 80 Euro, aber selbst dann wäre es noch das Zehnfache, was wir bräuchten. Das ist also weit von dem entfernt, was in der politischen Diskussion sich befindet. Und das gilt genauso auch für die Bereiche, die nicht dem Emissionshandel unterliegen, wo wir erst recht eben auch Handlungsbedarf haben, also beispielsweise im Gebäudebereich. Nur mal ein Beispiel, die Steuer auf Heizöl in Deutschland beträgt 6 Cent je Liter. Im europäischen Durchschnitt ist es das Dreifache mit 18 Cent. Wir haben Länder wie Schweden mit über 40 Cent. Also auch da sind wir jetzt keineswegs die Öko-Vorreiter mit den wahnsinnig hohen Steuersätzen, wie vielleicht viele denken, sondern eher sehr zurückhaltend. Dass so ein Konzept grundsätzlich sinnvoll ist und positive Wirkungen haben kann, das hat die ökologische Steuerreform gezeigt, die von der Rot-Grün-Bundesregierung durchgeführt worden ist, 1999 bis 2003. Laut DEW bis zu 250.000 neue Arbeitsplätze, einerseits durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge im Bereich der Rentenversicherung und zum anderen eben ein Rückgang der CO2-Emissionen, insbesondere im Verkehrsbereich, durch die höheren Umweltsteuern. Insofern ist das ein möglicher Beitrag, das Steuersystem insgesamt auch effizienter zu machen. Und das Schöne ist ja, damals hatte Schwarz-Gelb massiv dagegen polemisiert gegen die ökologische Steuerreform. Als sie dann 2010 selber an der Regierung waren, haben sie nicht etwa die ökologische Steuerreform zurückgedreht, wie sie es vorher immer versprochen haben, sondern wir hatten es vorhin davon, Professor Feld und ich waren beide in der Anhörung damals, wo ich dann von der Regierung eingeladen verteidigen durfte gegenüber der energieintensiven Industrie und der Flugindustrie, warum es Sinn machte, dass Schwarz-Gelb die Luftverkehrssteuer eingeführt hat, die Kernbrennstoffsteuer eingeführt hat, die Ausnahmen der Industrie bei der Energiesteuer abgebaut hat. Also Schwarz-Gelb selber hat tatsächlich die ökologische Steuerreform von Rot-Grün nicht rückabgewickelt, sondern weiterentwickelt, ausgeweitet. Und insofern ist aus unserer Sicht heute auch politisch eigentlich eine andere Lage, wo man vielleicht von allen Seiten wieder etwas mutiger sein könnte, weil sich gezeigt hat, dass alle Regierungen, wenn sie dran waren, tatsächlich alle Parteien entsprechende Schritte eingeleitet haben. Und ich hoffe, die Große Koalition, die eigentlich Möglichkeiten wie kaum eine andere Koalition hätte, schafft das auch noch. Es sieht da
nicht ganz so gut aus, aber wie gesagt, sie würde sich in guter Tradition befinden. So viel erstmal von meiner Seite für den Einstieg. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Ludewig. Herr Gamke, es ist ja immer das Privileg der Berater, der Wissenschaftler, der Thinktanks, über das Wort Steuererhöhung, ohne es zu nennen, dann auch laut zu reden. Die praktischen Politiker, gerade in Ihrer Partei, haben damit nicht immer, oder haben, sagen wir mal so, haben damit gemischte Erfahrungen gemacht. Wenn Sie die Ideen von Herrn Ludewig und ja auch den Imperativ, der in seinem Input versteckt war, lesen und vor dem Hintergrund der Regierungsfähigkeit der Grünen beurteilen sollten, wie sieht es aus? Wie würden Sie es einschätzen? Ja, also das Thema Steuererhöhung ist bei uns nicht gerade ein Fremdwort geworden, aber wir werden mit Sicherheit sehr viel sorgfältiger, wenn es darum ginge, Ressourcenbesteuerung zu verändern, in dem Sinne sie zu erhöhen oder neu einzuführen. Oder was ja noch fast von der Wirkung erheblicher wäre, Steuervergünstigungen, die gewählt werden, einzuschränken oder abzuschaffen, etwas tun, was wir zwar immer gesagt und auch getan und gedacht und auch ausgeführt haben, aber nie so in den Vordergrund gestellt haben, sondern immer an zweiter Stelle. Und ich will das die soziale Wirkung von Ressourcenbesteuerung nennen. Und ich will es an einem Beispiel klar machen. Wir haben die Dienstwagenbesteuerung, beziehungsweise also das Dienstwagenprivileg, wie wir immer so schön sagen. 60% aller Neuwagen in Deutschland sind Dienstwagen. Mit folgender Wirkung, dass, ich werde jetzt sehr persönlich, mein Sohn einen Dienstwagen hat als Außenhandelskaufmann, also kein Managementposten, ganz normaler sozusagen Beruf und auch Gehalt, aber er hat einen Dienstwagen. Und wenn er zu seinem Großvater von Hamburg nach Hannover fährt, dann nimmt er seine Familie mit im Dienstwagen. Das kostet ihn keinen Pfennig, weil unsere Dienstwagenprivileg so aussieht, dass eben sowohl dienstliche als auch Privatfahrten ohne Abrechnung mit dem Dienstwagen durchgeführt werden. Wenn wir jetzt also das Dienstwagenprivileg abschaffen, bedeutet das, dass er für jede Person einen Fahrschein kaufen muss bei der Bahn. Das heißt, die indirekte Familienförderung, wenn ich das jetzt mal aggressiv formuliere, die in dem Dienstwagenprivileg drinsteckt, muss erst gedacht werden, umgesetzt werden, damit er danach, was er hoffentlich jetzt schon tut, weiter grün wählt. Das heißt, was ich damit sagen will, wir müssen einfach bei unseren Maßnahmen, zweites Beispiel kann ich sagen, jede Ressourcenbesteuerung, die wie eine Mehrwertsteuer wirkt, also was auch Sie gesagt haben, ist immer degressiv. Das bedeutet, dass sie im unteren Einkommensbereich immer stärker belastet als im höheren. Das heißt, die jetzt schon beobachtete Tatsache, dass wir die Verbrauchssteuern, allein die Mehrwertsteuer zu fast einem Drittel der Steueraufkommens entwickelt haben und die Einkommensteuer, das heißt also die progressiv wirkenden Steuersätze, in ihrer Wirkung für den Einzelnen zurückgegangen sind, führt zu einer stärkeren Belastung. In dem Falle führt es dazu, dass in den unteren Einkommensgruppen eine relativ höhere Steuer bezahlt wird als in den höchsten. Das heißt also, wir müssen die soziale Wirkung von einer Ressourcenbesteuerung erst denken, erst lösen, ehe wir dann mit solchen Vorschlägen kommen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache in der politischen Durchsetzbarkeit. Wir haben das bei der Ökosteuer gemerkt, bei der Benzinsteuer gemerkt, wo ja uns um die Ohren gehauen wurde, dass ich komme aus Niederbayern, wo viel mit dem Auto zur Arbeit gefahren wird, weite Strecken, kein öffentlicher Nahverkehr existiert und auch nicht vernünftig aufbaubar ist. Da sollten wir uns nichts vormachen.
der Arbeitnehmer, der jeden Morgen 40 Kilometer mit dem Auto zurückzulegen hat, eben sehr viel härter betroffen wird als der Manager, der zwar mit dem größeren und wahrscheinlich mit dem doppelten Verbrauch zu bewegenden Fahrzeug anreist, aber den es sozusagen sozial nicht trifft. Also ich glaube, dass wir in der gesamten Bereich der sozialen, der Ressourcenbesteuerung die soziale Komponente erst beantworten müssen und nicht als zweiter Stelle. Und dann in der Tat können wir und werden wir mit der Ressourcenbesteuerung bzw. CO2-Steuer und diesen Dingen, aber dazu hatte ich dann auch noch eine Bemerkung, aber damit will ich es erstmal bewenden lassen. Ja, vielen Dank, Herr Gamke. Wir haben also jetzt zu dem, was Herr Ludewig gesagt hat, über faire und richtige Preise für den Verbrauch von Ressourcen. Das zweite Thema diskutiert den politischen Preis einer solchen Strategie oder einer solchen Überzeugung und den sozialen Preis. Herr Liefert, Sie haben noch eine andere Perspektive, natürlich die des Unternehmers, der unternehmerischen Tätigkeit, der einerseits der unternehmerischen Verantwortung, aber natürlich auch der Gewinnperspektiven. Nehmen Sie doch einfach Ihr Mikrofon. Ich gebe meins ungern aus der Hand, ehrlich gesagt. Das kann ich verstehen. Ja, zunächst mal vielleicht nur ein Satz zur Stiftung. Die Stiftung Familienunternehmen ist kein Verband, sondern wir sind in der Tat eine gemeinnützige Stiftung. Und es geht im Kern darum, auch deutlich zu machen oder sichtbarer zu machen, welche Bedeutung gerade die großen Familienunternehmen auch für unseren Standort, für die gesamte Gesellschaft haben. Vielleicht da vorneweg mal eine Zahl. Die 500 größten deutschen Familienunternehmen beschäftigen weltweit 4,6 Millionen Menschen. Das sind mehr Menschen als das gesamte deutsche Handwerk mit 1 Million Handwerksbetrieben. Und sie sind natürlich international unterwegs. Und deshalb spielt das Thema der Kosten und der Standortfaktoren natürlich eine große Rolle. Und das gilt natürlich mit Recht auch für das Thema Energie. Und vielleicht, wenn ich darf, würde ich dazu gerne drei kurze Zahlen sagen. Im Jahr 2014, und diese Zahlen stammen vom Bundeswirtschaftsministerium, ist es so, dass wir im internationalen Vergleich, wenn man mal 27 OECD-Staaten vergleicht, wir sowohl für die privaten Haushalte mit, und ich beziehe mich jetzt auf die Stromkosten, mit 26 Cent pro Kilowattstunde nur noch von Dänemark, was die Kosten angeht, übertroffen werden. Das sind aber ja nicht die Stromkosten, wenn ich Sie ganz kurz nur, das sind ja nicht die Stromkosten, die die Unternehmen bezahlen, genau, sondern das sind die Stromkosten, die die privaten Haushalte bezahlen. Haben Sie recht, dann komme ich zu den Industriekunden. Da sind die Preise seit 2002 bis heute im Jahr 2015 um 125% gestiegen, also bei den privaten Haushalten sind sie in dem gleichen Zeitraum um 83% gestiegen, bei den Industriekunden um 125%. Wir liegen da jetzt auf Platz 6 bei 27 OECD-Staaten mit 11,57 Cent pro Kilowattstunde. Mal zum Vergleich, Norwegen hat 3,58, die USA 5,21. Das sind Zahlen, die auch von niemandem bestritten werden. Zweiter Punkt ist, dass wir, wenn wir diese 27 Staaten uns anschauen, der Anteil der Steuern und Abgaben innerhalb dieses Preises, da sind wir auf dem vorletzten Platz. Es gibt nur noch Schweden, die höhere Anteile an Steuern und Abgaben an diesem Strompreis aufweisen. Und bringt mich dann noch zum dritten Punkt, auch zu dem Ausgangspunkt her, dem ja zu der ökologisch-sozialen Steuerreform. Sie selber, das habe ich in Ihrem Papier auch entnommen und das ist, glaube ich, auch unbestritten, zum Zeitpunkt der Einführung der Ökosteuer waren die Sozialversicherungsbeiträge in Deutschland bei 42,1%. Im Jahr 2003, also nach dem Einstieg, dann noch bei 42%. Und wir haben nur eine Senkung eigentlich erlebt durch die Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Mit anderen Worten, die Ökosteuer hat nicht dazu beigetragen, dass wir irgendwie niedrige Sozialversicherungsbeiträge nachhaltig haben, sondern, ich sage mal provokativ, vielleicht hat sie mit dazu beigetragen, dass grundlegende Reformen noch eher verschoben wurden. Und bringe mich zum letzten Punkt, zur Internalisierung der externen Kosten. Dann ist es, glaube ich, unbestreitbar, dass es diese externen Kosten gibt. Aber was würde denn passieren, wenn wir die sozusagen jetzt noch zusätzlich im Preis abbilden? Am Ende des Tages bedeutet das für den privaten Haushalt, das, was Herr Gamke eben sagte, also gerade für, sage ich jetzt mal, sozial Schwächere, steigen dann die Kosten, die im Zweifel dann durch den Steuerzahler irgendwie subventioniert werden müssen. Und für
die im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen, bei denen schon relativ kleine Ausschläge bei den energieintensiven Branchen die Standortfrage aufwerfen, muss man sich immer die Frage stellen, was gewinnt man auch in ökologischer Hinsicht, wenn dann der Standort verlagert wird und letztendlich Strom, Energie bezogen wird an Standorten, die bei weitem nicht die Energieeffizienz aufweisen, wie das am Standort Deutschland ist. Denn da sind wir, glaube ich, letzter Satz von mir, sind wir, glaube ich, international führend. Und da hat die Ökosteuer was Gutes bewirkt. Also dieses Umdenken in den Köpfen. Allerdings ist die Energie ohnehin so teuer in Deutschland, dass eigentlich jeder Unternehmer, wenn er betriebswirtschaftlich denkt, und das macht ja, glaube ich, jeder, dass er ohnehin in Energieeffizienz investiert. Aber ist es denn nicht so, dass Deutschland nur deshalb so energieeffizient ist, weil die Preise so hoch sind? Aber die Preise sind natürlich, würde ich Ihnen recht geben, aber die Preise sind auch schon ohne die Ökosteuer aus 99 hoch. Aber ich meine, das ist ja das Argument von Herrn Ludewig. Er sagt ja, man muss einfach die Schraube noch ein bisschen weiter andrehen, damit es noch effizienter wird. Ja gut, also da muss man natürlich, Sie kennen das mit den niedrig hängenden Früchten. Man muss sich dann anschauen, wo sind eigentlich noch Effizienzreserven. Und da unbestritten ist, glaube ich, im Bereich der produzierenden Wirtschaft in Deutschland sind da die geringsten Energieeffizienzreserven, weil erheblich investiert wurde in Energieeffizienz. Wenn man sich die anderen Bereiche der privaten Haushalte anschaut, Stichwort Wärmedämmung, wenn Sie sich den Bereich des Verkehrs anschauen, dann sind da größere Potenziale als im Bereich der Industrie. Herr Ludewig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, also wir haben jetzt die soziale Frage gehabt und die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Das sind natürlich die beiden entscheidenden, wenn wir die Nachhaltigkeit anschauen, die drei Säulen, Ökologie, Soziales, Ökonomie, dann sind wir jetzt genau bei diesen drei Bereichen. Ich weiß nicht, ob wir alles in einem abhandeln wollen zur Wettbewerbssituation. Also Sie haben recht, wir haben immer einen Zielkonflikt. Das ist auch schon angesprochen, eigentlich bräuchten wir die internationale Wirtschaftspolitik, das wäre natürlich am besten, die kriegen wir aber nicht hin. Jetzt sind wir, also solange wir national irgendwas machen, immer in einem Zielkonflikt zwischen Wettbewerbsverzerrung innerhalb Deutschlands oder Wettbewerbsverzerrung international. Und da muss das eine Gratwanderung, wo man einen guten Kompromiss hinkriegen muss. Sie haben jetzt, glaube ich, nicht so viel gesagt zu den Ausnahmen der Industrie in Deutschland, die wir haben. Richtig ist, die Haushalte zahlen 26 Cent im Schnitt pro Kilowattstunde Strom. Die energieintensive Industrie zahlt aber nur 5 Cent. Und da merkt man natürlich, für die Industrie ist es ein Unterschied, ob sie 5 Cent oder 26 Cent, ein Vielfaches davon zahlen muss. Und da würden sich natürlich noch ganz andere Innovationspotenziale ergeben, die erschlossen werden, wenn man entsprechende Preise hätte. Nun ist das auch nicht realistisch, also das wäre sozusagen aus der Binnenperspektive die Wunschvorstellung, dass man keine Ausnahmen für die Industrie hätte, weil man mit den Ausnahmen eben eine Wettbewerbsverzerrung hat zwischen solchen Unternehmen, die Ausnahmen bekommen, und anderen Unternehmen, die keine bekommen. Im internationalen Wettbewerb ist das schwierig. Aber warum Sie, glaube ich, ein kleines bisschen überspitzen, also zum einen die internationalen Statistiken, doch, wir zweifeln das auch immer mal wieder an, will ich jetzt aber nicht vertiefen, aber bei ganz vielen internationalen Statistiken sind genau die Ausnahmen der Industrie nicht vollständig erfasst und deswegen sind die deutschen Energiepreise da höher angegeben, als sie tatsächlich sind, aber das sind jetzt Details. Aber vielleicht nochmal zur Relevanz der Energiepreise. Das produzierende Gewerbe in Deutschland hat einen Anteil von Energiekosten an den Gesamtkosten von 3%. Und dann ist schon die Frage, ob jetzt da der eine Cent mehr oder weniger schon gleich wieder die Deindustrialisierung bedeutet. Ja, aber Herr Ludewig, ich meine, das ist doch eigentlich auch, also wenn die Frage ist doch, ob das nicht eine, wenn man es aus einer Binnenperspektive argumentiert und dann auch zu Ende argumentiert, auch was die ökologische Wirkung angeht, ob das nicht am Ende doch eine richtig kleinkarierte Geschichte wird. Herr Liefert hat ja darauf hingewiesen, dass so die niedrig hängenden Früchte in Deutschland abgeerntet sind, also dass man da, wo man CO2 sparen kann, im Wesentlichen schon gespart hat. Das ist ja anderswo nicht so. Warum kann man nicht sagen, wenn man CO2, wenn man die deutsche Industrie dazu bringen will, CO2 zu sparen und eben die Wahrheit der Preise an der Tonne CO2 festmacht und nicht an einem Produktionsstandort Deutschland, dann könnte man doch sagen, ja gut, dann baut halt in China Filter auf die Braunkohlekraftwerke, da habt ihr es auch. Und zwar wahrscheinlich also, noch mehr, noch schneller, noch billiger. Abgesehen, dass man CO2 jetzt nicht einfach rausfiltern kann, ist ja schon die Frage, schaffen wir es auch, hier ein Vorbild zu sein für
die anderen Länder. Und wir haben viel Interesse in China für unsere Erfahrung mit dem EEG, für unsere Erfahrung mit der ökologischen Steuerreform. Und die würden selber nicht so einen Wandel machen, wenn sie nicht sehen würden, in Deutschland schaffen wir das als Industrieland. Insofern ist es sehr nicht aus direkter CO2-Wirkung, das hatte ich weiß gar nicht mehr, was war Rainer Barke, glaube ich, heute Morgen gesagt, selbst wenn wir in der EU jetzt null Emissionen haben, ist das Klima damit nicht gerettet. Aber in der Vorbildfunktion zu zeigen, sowas funktioniert, auch ohne, dass wir deindustrialisiert werden, das hat schon einen entsprechenden internationalen Effekt. Und wir können ja die gleiche Diskussion, also die Arbeitskosten in Deutschland sind auch höher als im internationalen Vergleich. Und trotzdem haben wir noch Arbeitsplätze in Deutschland. Also da, wie wir heute Morgen gehört haben, entscheidend ist die Qualität unserer Produktion. Und wenn ich das mal die Parallelität aufmache, also keiner diskutiert bei den Lohnnebenkosten über Ausnahmen für die Dienstleistungsunternehmen, wie wir es für das produzierende Gewerbe haben. Doch, wir haben ja die Minijobs. Also das muss man, glaube ich, der Fairness halber sagen. Aber in dem Umfang ein Spitzenausgleich für die besonders arbeitsintensive Dienstleistungsbereich oder ähnliches wird schon sehr überspitzt, immer wenn es um Energie geht im Vergleich zu anderen Faktoren. Lassen wir uns bei der Ökosteuer bleiben. Ich habe Herrn Gamke, ich habe Herrn Leffert, die sich beide schon gemeldet haben dazu. Nur um das fürs Protokoll halten wir jetzt fest, wir haben also nicht nur das Ökonomische, das Ökologische und das Soziale, das wir berücksichtigen müssen, wenn wir über die Wahrheit der Preise diskutieren, sondern wir haben dann auch noch das, ich nenne das jetzt mal das Didaktische. Also Deutschland als Standort zeigt der Welt, dass es geht und dass man daran nicht zugrunde geht. Herr Gamke. Mir kam es wirklich darauf an, diese soziale Komponente aufgrund Ihrer Frage wirklich als erstes zu beantworten. Aber jetzt zum Thema Wettbewerb, auch wie es Herr Leffert aufgeführt hat. Herr Leffert, ganz so, wie Sie es darstellen, ist es nicht. Es gibt jetzt die beiden Studien der OECD, die Sie möglicherweise noch nicht kennen, weil sie erst im Mai rausgekommen sind, die erstens untersucht haben, die Auswirkungen. Herr Leffert liest schnell. Aber möglicherweise, weil ich habe sie wirklich auch erst diese Woche auf dem Tisch gehabt. Ich weiß nicht, wie frisch sie sind. Aber es ist erstens untersucht worden, sehr sorgfältig, die Wirkung 1999 bis 2002 der Ökosteuern. Und es ist, Sie können jetzt sagen, die Studie zweifle ich an, aber bei der OECD ist es immerhin so, dass es nicht im Verdacht steht, ein grüner Verein zu sein. Und die sagen, es gibt keine Auswirkung, keine negative Auswirkung. Die zweite Sache ist die OECD-Studie, die mir vorliegt, sagt eben nicht, dass Deutschland an der zweiten Stelle, sondern deutlich weiter unten, was seine Energiebesteuerung anbelangt. Aber gehen wir mal von den Studien weg, weil ich mag nicht, dass wir uns jetzt hier Statistiken um die Ohren hauen. Tatsache ist, und Herr Ludwig hat darauf hingewiesen, dass in dem verarbeitenden Gewerbe, dort wo die Familienunternehmen sehr stark sind, wir in der Regel Energiekosten in der Größenordnung von 1,5 bis 2% der Kosten haben. Und ich sage Ihnen, also als ich meinen Betrieb bei Schott übernommen habe, 1990 hatten wir sowas wie 30% Lohnkosten und haben ungefähr so den Faktor 5 mehr bezahlt als unser Wettbewerber in Hongkong oder in Osteuropa. Und wir haben uns durchgesetzt. Das war nicht ganz einfach. Und das ging auch nur dadurch, dass wir auch Wertschöpfung in das Ausland verlagert haben, auch in das mit niedrigeren Löhnen. Aber wenn ich jetzt höre, dass bei einem sinkenden Strompreis auf mittlerweile 3,5 für den industriellen Kunden wir das Problem haben, das Sie skizziert haben, mal abgesehen davon, dass diejenigen, die heute sagen, ich gehe nach Amerika, weil wir da Fracking haben und die Kosten niedriger sind, da wünsche ich immer gute Verrichtung. Weil wenn ich eine Fabrik baue und die dazu notwendigen, und das sind nicht nur ein paar Ziegel aufeinander zu schichten, sondern das ist wirklich Kompetenzen aufzubauen, wozu ich möglicherweise 10 bis 15 Jahre im Minimum brauche. Und wer sagt mir, dass das Fracking in 15 Jahren noch immer zu den Kosten da ist? Das heißt also, naja, aber Herr Gamke, was man ja schon sehen kann, ist, dass die Investitionsquoten in bestimmten Industrien in Deutschland im Moment noch nicht mal mehr die Abschreibungen decken. Also dass es in bestimmten Branchen einen Deindustrialisierungsprozess geben kann, dass es den gibt, das kann man begrüßen aus anderen Gründen. Nein, aber bedauern, aber auch da gibt es. Aber dann doch wieder nicht bedauern. Nein. Die niedrige, vollkommen richtig, macht mir große Sorge, macht jedem Politiker in seiner Rede große Sorge, die niedrigen Investitionen, die unter den Abschreibungen liegen, das haben Sie richtig beschrieben, aber was wäre das richtige Gegenmittel? Doch nicht
die Belastung auf die Energie oder auf Ressourcen zu verringern, sondern gerade ein langfristiges, und das sagt mir jeder Mittelständler heute, was er vermisst an der Bundesregierung, übrigens nicht nur derjenigen, sondern auch der letzten, wäre ein nachhaltiges oder längerfristiges Programm, das es ihm erlaubt, Investitionen zu tätigen, zum Beispiel in umweltrelevante oder ressourcensparende Technologien. Wir haben unseren Wirtschaftskongress gerade in Mainz gehabt, da saßen die Unternehmer wirklich reihenweise bei uns, die gesagt haben, ich mache keine Investition zum Beispiel in eine Kraft-Wärme-Kopplung, weil ich nicht weiß, wo die Bundesregierung hin will. Ich würde das gerne machen. Da gibt es dann auch so ein bisschen die Kleinigkeiten. Der eine sagt, ich habe heute 14,2% Energiekosten. Wenn ich jetzt Energieeffizienz mache, komme ich auf 13,8% und verliere die Privilegierung. Also es ist auch vieles schlecht gemacht, was wir tun. Und da müssen wir ansetzen, dann kriegen wir die Investitionen hin, nicht indem wir die Energie billig machen. Dann hoffen wir mal das Beste. Und das ist natürlich auch was, das muss man auch der Fairness halber sagen, worauf man sich in diesem Rahmen natürlich immer leicht und mit allgemeinem Kopfnicken einigen kann, Herr Liefert. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, in einem, glaube ich, sind wir, denke ich, völlig einig, dass es ohne Investitionen in Zukunftstechnologien und eben auch in Energieeffizienztechnologien langfristig nicht gelingen kann, dass man auf dem Gebiet der Einsparung von CO2-Emissionen, und da bin ich bei dem Punkt, den Sie eben angesprochen haben, Frau Weidenfeld, dass wir den Blick über Deutschland hinaus richten müssen. Ich will Ihnen einfach mal ein Beispiel geben eines großen Familienunternehmers, der jetzt in China Windkraftanlagen baut, und zwar mit diesen nicht aus Stahlträgern, sondern aus Holz. Ist langfristig wohl nachhaltig witterungsbeständiger, habe ich auch nicht gedacht, und flexibler. Aber die Zulassung in Deutschland ist nicht erteilt, aber in China wird das jetzt in großen Stückzahlen gebaut, aber mit Investitionen dieses deutschen Familienunternehmens. Und da kommen wir dann wieder an den Punkt, diese Investitionen, da brauchen sie dann entsprechende Spielräume für solche Investitionen. Und da sind wir dann auch bei der Frage, Herr Gamke, sind Sie sagen, 1,5 oder 2 Punkte machen die Energiekosten an allen Kosten aus. Das ist im Zweifel die Nettoumsatzrendite, um die es geht. Und da machen auch kleine Margen viel aus. Und bei energieintensiven Branchen ist die dann im Zweifel auch noch höher. Aber im Kern geht es in der Tat darum, dass es gelingen muss, dass diese auch gerade international aufgestellten Familienunternehmen ihre Technologien außerhalb Deutschlands zum Einsatz bringen. Und ja, da können wir einen großen Beitrag leisten. Ja, aber was heißt das jetzt? Was erwarten Sie? Wenn Sie die im Ausland in Einsatz bringen, dann hat das ja zunächst mal mit den deutschen Entscheidungen über die Wahrheit von Energiekosten, von Emissionen und von Ökosteuern gar nichts zu tun. Das können Sie ja in beliebiger Art immer wieder im Ausland machen. Da haben Sie recht. Aber es geht natürlich erstmal um die Rahmenbedingungen, dass man überhaupt diese Investitionen erwirtschaften kann. Und aber dann was ist jetzt nochmal ganz konkret, was ist die Erwartung? Wir haben ja am Anfang, und das fand ich, da waren sich ja auch bei der ersten Ökosteuerreform alle einig, dass man gesagt hat, es ist sinnvoll, wenn wir den Faktor Arbeit entlasten und wenn wir zum Beispiel Ressourcen, was uns politisch oder ökologisch wichtig ist, stärker belasten, einfach weil wir in Deutschland eben traditionell sehr, sehr lange gedacht haben, Arbeit ist das Einfachste und die Arbeitsplätze gehen uns nicht verloren. Wir sind eines Besseren belehrt worden und das war ja damals doch allgemein richtig ein Schritt in die richtige Richtung, so kommentierte politische Entscheidung. Wir machen es jetzt wieder anders, weil Arbeitsplätze eben am unflexibelsten sind. Die gehen am wenigsten verloren, jedenfalls auf den ersten und den zweiten Blick. Deshalb hat man als Steuerpolitiker immer das Gefühl, wenn ich die besteuere, dann bin ich gut dran, weil es einfacher ist. Was ist denn Ihr Vorschlag, wenn Sie sagen, das war eigentlich damals richtig, eine richtige Entscheidung, aber jetzt wollen wenigstens wir Familienunternehmen in unseren Investitionsplänen nicht behindert werden? Wie soll es gehen? Wie würden Sie die Wahrheit der Preise ausdrücken und wie würden Sie sagen, sieht ein sinnvoller Weg aus, dass man Kosten internalisiert, die bisher eben nicht entweder gar nicht bezahlt werden oder von der Allgemeinheit bezahlt werden? Also ich meine, letztendlich ist es einfach runtergebrochen natürlich eine Frage, wenn Sie jetzt externe Kosten internalisieren, dann ist immer die Frage, wer trägt sie am Ende? Aus Sicht der Industrie können wir jetzt erstmal sagen, okay, wenn Sie die überwälzen können auf den Endverbraucher, dann ist das Unternehmen nicht belastet. Da übrigens haben wir eine interessante Untersuchung gemacht seitens der Stiftung, wie da die individuelle Einstellung zu
zusätzlichen Kosten bei den Bürgern als Beitrag zu mehr Umweltschutz. Und dann ist es schon interessant, dass je konkreter Sie fragen, was einzelne unmittelbare Betroffenheit angeht, also zum Beispiel höhere Kosten für ein entsprechendes Auto und so weiter, umso weiter entfernt sich das dann von der grundsätzlichen Bereitschaft für Umweltschutz. Und worauf ich aber hinaus will, ist, Sie müssen diese Kosten auch überwälzen können und in einem internationalen Wettbewerb. Naja, entweder arbeitet man so, dass man weniger Kosten hat, also man wird effizienter, oder man wälzt sie um. Richtig. Naja, was die Effizienz angeht, hatte ich ja eben schon deutlich gemacht, da sind, glaube ich, die Reserven nicht mehr so ganz erheblich. Ich glaube, was wir brauchen, um ganz konkret Ihre Frage zu beantworten, wir müssen die Rahmenbedingungen für Wertschöpfung in Deutschland, die müssen, das heißt für Forschung und Entwicklung in solche Effizienzmaßnahmen, die man dann international einsetzen kann. Das ist das Entscheidende am Ende des Tages. Darf ich das, wenn ich das auf Deutsch übersetzen würde, würde ich sagen, Sie sitzen jetzt hier und sagen, wir wollen nicht mehr bezahlen, aber wir hätten gerne eine zusätzliche Subvention für Forschung und Entwicklung in Energieeffizienz. Nein, ich sage nur, dass wir uns beim Thema Energiekosten, und darum geht es ja jetzt hier im Kern, in einem internationalen Standortwettbewerb befinden, und von dem wir uns nicht abkoppeln können. Und da komme ich zu Ihrem Punkt. Wir können, glaube ich, national sind wir an Grenzen gekommen, dass wir diesen Impuls gesetzt haben, dass wir Energie verteuern durch staatliche Preise, durch Steuern und Abgaben. Da sind wir im internationalen Vergleich an der Spitze. Ich habe eben Schweden genannt, die nur noch höher liegen. Und deshalb glaube ich, dass der nächste Schritt nur auf europäischer und für die großen Familienunternehmen, die sind in 50, 60 Ländern unterwegs, da kann das nur im internationalen Kontext sein. Wir beziehen das jetzt aber das nur heißt auf dann, Unternehmen, dass nie nicht bekommt, auf Haushalte. Herr Ludwig. Ne? Wie bitte? Sie haben das jetzt nur auf Unternehmen bezogen, nicht auf Haushalte. Oder bei da geht es zunächst mal nur von den Unternehmen, ja, weil die privaten Haushalte natürlich nicht in diesem Wettbewerb stehen. Weil bei den Haushalten gab es ja einige Dinge, die ich anfangs angesprochen habe. Also Mineralölsteuer, wie gesagt, nur um den gleichen Steuersatz real wieder zu haben wie 2003, wären es schon 14 Cent mehr. Heizölsteuer, wo wir ganz, ganz unten sind im europäischen Durchschnitt. Also da sehe ich schon viel Möglichkeiten. Ich finde es wichtig, vielleicht nochmal abschließend zu dieser Wettbewerbsfrage nochmal festzuhalten, durch die ökologische Steuerreform sind die Unternehmen in Deutschland nicht belastet worden im Schnitt, sondern entlastet worden um mehrere Milliarden, eben weil sie einerseits nur einen Teil des Steueraufkommens tragen mussten und vieles auch Heizstoffe, Mineralöl, Stromsteuer bei den Haushalten angefallen ist. Teil haben sie überwälzen können und dann haben sie selber eben die Ausnahmen bekommen, recht großzügig, sodass da vergleichsweise wenig überhaupt an Kosten angefallen ist. Nur um das vielleicht auch nochmal, was Sie auch schon angedeutet haben, nochmal zu unterstreichen. Von der sozialen Perspektive her ist es natürlich die zentrale Frage, die gelöst werden muss. Da gibt es ähnlich wie bei der Wettbewerbssituation auch da mögliche Ansatzpunkte. Erstmal ist es so, dass Umweltsteuern nicht alle einfach regressiv sind, sondern zeigt auch die neue OECD-Studie, dass es sehr wohl Unterschiede gibt. Im Mobilitätsbereich ist es so, dass sogar die Haushalte mit den geringen Einkommen unterproportional viel für Mobilität ausgeben. Dann gibt es so einen Mittelstandsbauch und die Reichen geben auch wieder weniger aus. Das heißt, das würde also vor allem den Mittelstand treffen, aber gerade nicht die Ärmsten. Wenn man sich den Strombereich anschaut, da trifft es tatsächlich die Armen überproportional. Da haben wir also zu Recht da die größte Diskussion rum. Und bei den Heizstoffen ist der Anteil, was die verschiedenen Einkommensgruppen ausgeben für Heizenergie, konstant. Also das verläuft einfach proportional, weder progressiv noch regressiv. Nur um das nochmal so ein bisschen aufzudröseln, dass es nicht grundsätzlich so ist, Umweltsteuern seien regressiv. Trotzdem gibt es da gewisse Tendenzen. Deswegen ist die ganz entscheidende Frage erstmal, was erheben wir da überhaupt? Und wenn wir uns Dienstwagen anschauen, natürlich kann ich jede Subvention noch mir ausdenken, was das für soziale Auswirkungen hat, wenn ich die Familie im Dienstwagen mitnehmen kann. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht die zentrale Funktion bei der Dienstwagenbesteuerung. Aber grundsätzlich gibt es zum Beispiel Abbau-Dienstwagen-Privileg, gibt es Abbauausnahmen der Industrie, gibt es Abbau der Subventionen des Luftverkehrs, genügend Ansatzpunkte, die jetzt nicht erstmal die Leute mit den geringsten Einkommen betreffen.
Das wäre wichtig schon von der Aufkommensseite. Dann gibt es andere Bereiche wie im Strom, da ist es problematischer und da ist es ganz entscheidend, was mache ich dann mit dem Geld? Weil es wird ja immer so getan bei der Debatte, als würde ich nur irgendwie Steuern erhöhen und das Geld dann irgendwie verbuddeln und das wäre auf einmal weg, sondern ich kann ja das Geld zurückgeben bei der ökologischen Steuerreform. Sie haben recht, die Senkungseffekte waren gering, die wären ansonsten angestiegen, aber trotzdem vom Effekt her waren die Rentenversicherungsbeiträge 1,9% niedriger, als sie ohne Ökosteuer gewesen wäre und bis heute fließt das Geld da rein und führt entsprechend zu der Entlastung. Es gibt die Möglichkeit, das pro Kopf das Aufkommen rückzuerstatten. Das wäre noch sozialer und im Extremfall könnte ich sogar sagen, ich verwende das komplette Geld, um irgendwelche Einkommenstransfers, Sozialtransfers aufzustocken. Das hätte andere Probleme dann wie Anreizwirkung Arbeits aufzunehmen. Aber jetzt mal theoretisch, wenn ich das sozial ausgestalten will, habe ich da alle Möglichkeiten. Das ist einfach eine politische Frage, wie ich das Konzept stricke. Und insofern sehe ich da keine grundsätzlichen Probleme, das, wenn man möchte, sogar zu einem Umverteilungsinstrument von oben nach unten zu machen. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch Herrn Gamke auf dem Zettel. Und dann, meine Damen und Herren, würde ich sehr gerne Sie auch einladen, vielleicht für die erste Runde Ihre Gedanken oder Ihre Fragen mit uns hier zu teilen. Bitte schön, Herr Gamke. Ja, ich will jetzt doch noch mal reagieren, weil ich weil wirklich in der nachfolgenden Debatte, die wir auch politischen Debatte, die wir haben wollen, weil ich sage nochmal, wir stehen zu dem Thema Dienstwagen und es ist ein zentrales Element, aber wir müssen dabei berücksichtigen und das ist nun mal die Tatsache übrigens nicht nur in Richtung Dienstwagen, dass das Auto in der Regel 5 Plätze hat und für den Familienvater die Kosten eben für einen Transport von 5 Personen. Nein. Und im Schnitt sind es 1,2, die drin sitzen. Ich würde jetzt total ungern mit Ihnen über Audi A6 und A8 reden. Nein, aber es ist eines der zentralen Themen, wo wir vom Volumen her. Ja, aber Herr Gamke, das kann man doch ordnungspolitisch super einfach lösen. Man besteuert einfach Xenonlicht und die hochleistungsfähigsten Klimaanlagen und Ledersitze. Dann hat man den ganzen Luxusbereich abrasiert und Ihr Familienvater kommt trotzdem noch nach Hannover mit seiner Brut. Besonders stark, weil die deutsche Automobilindustrie lebt gerade vom Luxussegment. Also die Gewerkschaften hätten Sie sofort dagegen. Ich habe jetzt 1, 2 und 3 Wortmeldungen und dann gehen wir nach den 3 wieder hier aufs Punkt und die anderen kommen dann später gerne ran. Wir fangen mit der, Dorothee Schulte-Baster, ich bin Referentin für Sozialpolitik hier im Haus und ich wollte doch nochmal kurz das Stichwort Senkungseffekte aufnehmen und das vielleicht nochmal korrigieren. Wenn wir nur auf die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung schauen, dann sind die seit Einführung der Ökosteuer und mithilfe der Ökosteuer von 20,3 auf 18,7% gesunken. Also das gehört sicherlich auch mit zu dem Gesamtbild. Vielen Dank für die Klarstellung. Dann habe ich den Herrn in der zweiten Reihe. Wenn Sie vielleicht eine Sekunde warten, bis Sie das Mikrofon haben. Und würden Sie bitte eine Sekunde warten, bis Sie das Mikrofon haben, dann kann jeder Sie verstehen. Und wenn Sie dann noch sagen, wer Sie sind, freuen wir uns. Ich nehme es gern. Also Sie haben sich als hervorragender Interessenvertreter dieser Stiftung hier gezeigt, auch sehr klug argumentiert. Ich möchte Sie aber freundlich bitten, keine falschen Erwartungen zu wecken. Sie können nicht sagen, wir sind kein Verband, Verbände sind EVs und auch Stiftungen, wenn sie die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Und das Zweite, wie Sie uns versuchen, hier hinters Licht zu führen, ist nicht klug von Ihnen, weil es die Glaubwürdigkeit von Ihnen ankratzt. Wir sind eine gemeinnützige Stiftung. Gemeinnützig heißt ja nur, dass Sie sich nicht mehr Vorteile als Mitglieder zuschieben dürfen als fremden Dritten. Diese Illusion sollten Sie bitte nicht bei uns Vielen wecken. Dank. Das macht Sie unglaubwürdig. Ich glaube, Ihre Mahnung ist angekommen, genauso wie wir uns aber hier, glaube ich, alle einig darüber sind, dass es verschiedene Positionen, verschiedene Interessen hier im Raum gibt, dass die alle ihre Berechtigung haben und dass Herr Lefert natürlich auch deshalb hier sitzt, weil es eine Position mit großer Berechtigung ist, die wir hier differenziert diskutieren wollen. Und jetzt hatte ich noch den Herrn jetzt ganz nichts. Sie sind dann danach dran. Sie sind auch danach dran. Wir machen jetzt erstmal eine Runde hier und dann sind Sie. Der Herr in der zweiten Reihe. So. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Daniel Jesche. Ich bin Politikwissenschaftler aus Kiel. Und ich habe eben von Herrn Lefert gehört, dass Sie
eine gewisse Skepsis hinsichtlich der noch möglichen Effizienzpotenziale der Industrie erwähnt haben. Also sie sagten, da sind die low-hanging fruits im Grunde schon abgegriffen und das wird also zunehmend schwieriger. Führt das nicht dann doch wieder zu der Wachstumsdebatte, dass wir im Grunde sehen müssen, eine, sag mal, ordoliberal geprägte grüne Politik ist eine Sackgasse, weil wenn die Industrie nicht Effizienzpotenziale laufend hebt, dann haben wir ja mehr Verbrauch jedes Jahr und das kann ja so nicht immer weitergehen. Mehr Autos, die nicht immer sparsamer werden. Ich sehe nicht, wo das hinführen soll. Gerade wenn die große wirtschaftliche Dynamik in den Entwicklungsländern ja ungebrochen weitergeht. Herr Jesche, wir werden hier nicht die große Wachstumsdebatte nochmal wieder führen können. Aber ich bin sicher, dass Herr Lefert pointierte Punkte hat, um sie Ihnen zu antworten. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal in die Antwortrunde und dann machen wir die nächste. Ich habe Sie gesehen, ich habe Sie gesehen, ich habe Sie gesehen. Wir sind dann mit der ersten Reihe in allen drei Blocks unterwegs. Herr Lefert. Ja, also zunächst mal Stichwort Preise und Sozialversicherungsbeiträge. Also wenn wir über die Wahrheit der Preise reden, dann sage ich jetzt auch mal was Provokantes, dann ist es immer die Frage, ob man mit Steuern die Sozialversicherungsbeiträge quersubventionieren sollte oder ob man nicht die Sozialversicherungsbeiträge, die eben aufgrund der demografischen Entwicklung steigen, sichtbar machen sollte, dann würde das den Druck vielleicht für Reformen in der Rentenversicherung oder in den sozialen Sicherungssystemen deutlicher machen. Bin ein ganz großer Skeptiker davon, dass wir immer mit frischem Geld in die Systeme hineinkippen und damit nachhaltige Reformen letztendlich behindern. Würden Aber Sie dann sagen, dass es generell falsch war, den Faktor Arbeit zu entlasten? Und ich glaube, die Anmerkung von Frau Schulte-Baster ging ja eben eher in die Richtung zu sagen, natürlich werden manche Effekte in den Sozialversicherungen überlagert, dann durch zum Beispiel die demografische Entwicklung. Aber andererseits hat man ja eben tatsächlich die Sozialversicherungen zunächst mal oder den Faktor Arbeit zunächst mal nachhaltig entlastet. Ich bin absolut für die Entlastung des Faktors Arbeit. Die Frage ist immer nur, ob Sie das nur durch Umfinanzierung oder durch strukturelle Reformen. Wenn ich sage strukturelle Reformen, bedeutet das natürlich, da müssen wir vieles Liebgewonnene im Zweifel auch in Frage stellen. Sowohl in der Krankenversicherung, was die Beitragsfreiheit der nicht arbeitenden Ehefrau angeht und anderes. Und in der Rentenversicherung, ob die hinterbliebenen Rente und andere Punkte, die man sich anschauen muss. Das meine ich damit, ob man eigentlich auf dem Wege nachhaltig den Faktor Arbeit entlasten kann und nicht dadurch einfach, dass man immer sozusagen neue Finanzierungsquellen erschließt. Aber im Ziel sind wir, glaube ich, da einig, über den Weg kann man streiten. Ordnungspolitisch betrachtet muss man eben auch sagen, dass es in Deutschland natürlich auch eine Schieflage gibt, dadurch, dass viele Dinge an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und den Sozialversicherungen hängen, die man andersrum natürlich auch steuerfinanzieren könnte und müsste, wenn man sagen würde, da werden allgemeine politische Aufgaben erledigt. Das gehört im System. Absolut, das gehört für mich mit dazu. Gerade die Rentenversicherung wird ja mit 80 Milliarden heute schon mit Steuerzuschüssen finanziert und aus meiner Sicht müsste aus der Rentenversicherung vieles rausgelagert werden, was ohnehin gesamtgesellschaftliche Aufgabe wäre. Das ist ein großes Feld insgesamt, aber da sehe ich erhebliches Potenzial. Zu dem Punkt Stiftung und gemeinnützige Stiftung, also auf eins lege ich schon Wert, dass wir kein Verband sind. Wir haben also keine Mitgliedsbeiträge, nicht wie jetzt zum Beispiel der DIHK, der Pflichtbeiträge hat, oder ich sage jetzt mal BDI oder andere, die über Mitgliedsbeiträge verfügen, sondern wir werden gefördert von den Unternehmen selber und zwar zu stiftungsgemäßen Zwecken. Das ist in erster Linie die Wissenschaft oder wir finanzieren Lehrstuhl oder Nachwuchsförderung und nicht im klassischen Sinne Interessenvertretung. Natürlich vertreten wir Interessen, aber nicht in dem Wege, dass wir, wie gesagt, über Mitgliedsbeiträge verfügen, sondern Sie können uns beispielsweise auch Spenden zukommen lassen. So. Aber was die Position. Wenn Sie jetzt noch so nett wären, auf Herrn Jesches Anmerkung einzugehen, der beklagt hat oder gesagt hat, Ihre Argumentation löst sich eben in keiner Form aus der Logik, dass man eben Effizienzgewinne ja nur deshalb erzielen will, um weiter zu wachsen und dann eben möglicherweise noch mehr Ressourcen verbraucht, als man sie eben eigentlich einsparen will. Also ich sag mal, klar ist das primäre Ziel eines Unternehmens, Gewinne zu erwirtschaften und ich glaube aber, dass es sich nicht ausschließt, das ist ja eigentlich die Idee auch der
ökologischen Steuerreform, dass man Investitionen in neue Technologien, in Umwelttechnologien profitabel macht, weil man sie jetzt, und das Beispiel, was ich eben nannte, Investitionen in China, weil man natürlich damit auch ein Geschäft machen kann. Und das ist, glaube ich, eines der ganz großen Verdienste, will ich jetzt an dieser Stelle auch mal ausdrücklich sagen. Die Grünen haben in einem Punkt mit Sicherheit recht gehabt, lange vor allen anderen politischen Wettbewerbern, dass man mit Investitionen in Umweltschutz langfristig eine Wettbewerbsposition entwickelt, mit der wir allen anderen voraus sind. Und das zeigt sich jetzt. Und deshalb würde ich sagen, ja, Sie haben natürlich recht, dass ein Unternehmen, das wächst, auch wieder zusätzlich Energie verwendet und verbraucht, aber es damit beitragen kann. Und wie gesagt, gerade in Ländern, in denen die Effizienz nicht so hoch ist, und das dürften eigentlich um uns herum so gut wie alle sein, man da einen großen Beitrag leisten kann an ein Land wie China, das eben extrem schnell wächst. Aber dann erklären Sie uns jetzt bitte noch mit einem Satz, warum diese Logik jetzt nicht mehr gelten soll. Wenn das die letzten 20 Jahre doch so erfolgreich war, könnte man doch sagen, wir machen einfach weiter. Das ist ja das, was Herr Ludewig uns vorgestellt hat als Idee. Weil ich darauf hinaus will, dass wir einen etwas vielleicht unterschiedlichen Ansatz haben. Ich glaube, wir müssen alles tun, damit die Investitionen in diese Technologien hier am Standort Deutschland stattfinden und wir sie dann exportieren können, dass wir diesen Wettbewerb aber nicht befördern über höhere Energiepreise in Deutschland selbst. Denn da stehen wir wiederum tatsächlich in einem Standortwettbewerb. Wir haben eigentlich dasselbe Ziel. Die Frage ist, ist der Weg, die Verteuerung nationaler Energie, der richtige? Oder ist nicht der Weg richtig, dass wir die Investitionen in Energieeffizienz am Standort Deutschland verbessern müssen? Vielen Dank. Jetzt habe ich Herrn Gamke und Herrn Ludewig dazu und dann sind Sie wieder dran. Ich glaube, die Debatte hat gezeigt, dass wir bei aller Wichtigkeit des Themas Ressourcenbesteuerung bzw. ökologische Steuerreform, Finanzreform, die ordnungspolitische Einwirkungsmöglichkeit auf das, was wir wollen, nämlich eine ökologische Transformation der Wirtschaft, nicht nur nicht unterschätzen dürfen, sondern die Bedeutung ist deutlich höher. Also, wenn der VCI, und das ist auch kein grüner Verein, sagt, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen chemischen Industrie ist dadurch bewirkt worden, dass wir eine sehr harte, übrigens von damals von der Chemieindustrie sehr bekämpfte Umweltpolitik betrieben haben durch ordnungspolitische Maßnahmen und das führte zur heutigen Wettbewerbsfähigkeit, ist das nur ein deutliches Zeichen. Zweites Beispiel. Und damit komme ich auf eine Bemerkung nochmal. Womit können wir steuern? Es gibt, wahrscheinlich kennen Sie alle hier im Saal die Firmen, die Markennamen Erdal und Frosch Neutralseife. Dieses Unternehmen, Werner und Merz, ein Mittelständler, setzt sich gegen Henkel, Unilever und Procter & Gamble durch mit einem Produkt, ohne dass er dabei staatliche Unterstützung kriegt, indem er absolut grün produziert. Zum Beispiel, um seinen CO2-Ausstoß zu verringern, die Produktion der Flaschen, in der diese Mittel abgefüllt werden, aus der Tschechischen Republik nach Mainz verlagert, damit ein CO2-Ausstoß deutlich verringert, weil die Transporte wegfallen und er macht die Flaschen in Mainz. Wirtschaftlich und ökonomisch Blödsinn. In der gleichen Zeit schließt BMW ein Werk in Elsendorf in Niederbayern, 30 Kilometer von Dingolfing, und verlagert die Produktion 1000 Kilometer in den Osten. Erhöht damit den CO2-Ausstoß massiv, der damit verbundene Transporte. Wie wollen Sie das steuern? Deshalb also auch nochmal, das kann man, der Kunde steuert, und da widerspreche ich Herrn Lefert, der Kunde kauft nämlich Neutralseife, weil er dahinter ein Produkt haben will, das grün hergestellt wird. Ja, aber er kauft auch BMW. Aber in dem Moment, das kriege ich nicht durch eine CO2-Belastung, auch wenn sie deutlich hochgehen würde, eine Ressourcenbesteuerung hin, sondern direkt beim Kunden durch eine entsprechende Information oder durch ordnungspolitische Maßnahmen. Ich wollte damit sozusagen die Bescheidenheit anmahnen, über die wir reden. Komme ich aber nochmal zurück zu dem Thema Effizienzverbesserung. Da bin ich nicht Ihrer Ansicht, Herr Lefert. Also ich kenne zu viele Betriebe, die primitivsten Dinge noch nicht umgesetzt haben, sodass
es gibt die Vorzeigeunternehmen und Sie kennen das Programm, das wir uns immer dann setzen, Best Practice. Und ich komme gerade von Baum wieder in Hamburg. Sie kennen die und da sind wir die Unternehmen durchgegangen. Das heißt also, wir können wirklich feststellen, dass wir mit einer Effizienzverbesserung noch deutliche, Verbesserungen erreichen können. Und dass da natürlich der Druck auf der Ebene der Betriebe durch eine CO2-Besteuerung deutlich zunehmen würde. Das heißt also, das wäre dann schon eine gute Maßnahme, wissend, dass das auf den Preis umgelegt wird. Herr Ludewig. Also ich sehe auch da noch erhebliche Einsparpotenziale, selbst in der energieintensiven Industrie, wo es immer heißt, da kommen wir schon an die physischen Grenzen. Es gibt immer wieder dann, sei es in der Alu-Industrie, in der Zementindustrie, gerade auch zum Beispiel durchs BMUB Auszeichnungen für besonders innovative Verfahren, wo man merkt, auf einmal ist doch nochmal die Hälfte Energieeinsparung möglich. Da glaube ich wirklich, so günstig wie Energie heute noch ist für die Industrie im Vergleich zu dem, wie es eigentlich ökologisch sein müsste, mit höheren Preisen würde noch einiges passieren. Und jetzt aber vielleicht noch mal ein bisschen, was gibt es für Möglichkeiten, trotzdem die Wettbewerbssituation zu sichern. Also einmal, wenn ich Faktor Energie teurer mache und Arbeit billiger, aufkommensneutral, kann ich sagen, damit habe ich das schon mal hingekriegt, weil die Unternehmen im Schnitt nicht belastet werden. Ich habe aber natürlich dann den Effekt, dass die Energieintensive belastet wird und die eher Arbeitsintensive entlastet wird. Könnte man auch sagen, ist eigentlich super. In Deutschland haben wir mehrere Millionen Arbeitslose und jetzt nicht die allerbesten Standorte zur Energieerzeugung verglichen mit anderen Ländern. Why not? Es wäre ja nicht ganz schlimm. Man kann aber auch sagen, wir wollen trotzdem geschlossene Wertschöpfungsketten und wir wollen die energieintensive Industrie im Land halten. Dann gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten. Bei der Mehrwertsteuer gibt es zum Beispiel einen Grenzausgleich. Das heißt, ein deutsches Unternehmen, das exportiert, kriegt die deutsche Mehrwertsteuer erstattet auf die Produkte und die ausländische draufgeschlagen, andersrum genauso, wenn ausländische importieren. Das ist ein höchst spannender Mechanismus, weil die Mehrwertsteuer dadurch wettbewerbsneutral ist, globalisierungsresistent sozusagen. Und das ist auch ein Grund, warum immer mehr Staaten die Mehrwertsteuer anheben. Wenn man das jetzt auf Umweltsteuern übertragen könnte, was zum Beispiel Sarkozy damals auch für den Emissionshandel versucht hat zu pushen, dann wäre natürlich einiges gewonnen, weil man dann Umweltsteuern hochtreiben könnte, ohne dass die Wettbewerbssituation der Unternehmen gefährdet ist. Gibt es auch, zum Beispiel Dänemark hat eine Baustoffesteuer, was wir in Deutschland so nicht kennen, hat dafür einen Grenzausgleich. Ist im Detail auch wieder kompliziert. Ich möchte es nur mal erwähnen, dass es diese Möglichkeit gibt. Müsste man ausführlich diskutieren, für was das geht und für was nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, das Aufkommen der Industrie zurückzugeben, komplett, sodass sie auch keine finanzielle Mehrbelastung hat im Schnitt, aber eben nicht pro Verbrauch der Energieeinheit, indem man Energie billiger macht, sondern zum Beispiel pro sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz oder pro Tonne Stahl oder was auch immer produziert worden ist. Dann hat man keinerlei Belastung des Sektors, sondern nur innerhalb des Sektors einen Wettbewerb um die Effizienz der Produktion. Wie würde sowas auf wirken auf zum Beispiel die Innovationsfähigkeit von Unternehmen oder auf Effizienzgewinne eben auch bei Fortschritten in der Arbeitsorganisation? Also wenn Sie als Politiker, als Staat, als Politikberater sagen, wir finden jetzt, Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, Energieverbrauch soll reduziert werden, also machen wir Trade-off zwischen beiden Sachen und geben dir das zurück, wenn du Arbeitsplätze schaffst. Ist das genau das, was man sich unter einer marktwirtschaftlichen, sozialmarktwirtschaftlich, ordnungspolitischen und neutralen Lösung vorstellt? Wie gesagt, heute belasten wir vor allem den Faktor Arbeitssteuerabgaben und wir internalisieren die externen Kosten nicht. Und wenn man das entsprechend umstrukturiert, würde ich sagen, dann ist das eher ein Schritt hin zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Ich würde aber ganz gerne auch nochmal doch auf die Wachstumsfrage, also nicht die abschließend beurteilen, aber zumindest die Verknüpfungspunkte nochmal deutlich zu machen. Ein Punkt hatte ich angedeutet, das sind die Rebound-Effekte. Das ist ein wesentlicher Punkt der Wachstumskritiker, warum sie sagen, wir haben diese Rebound-Effekte, deswegen funktioniert das mit der Effizienzsteigerung nicht, deswegen brauchen wir Degrowth. Da muss man zumindest sich deutlich machen, dass diese Debatte eigentlich aus konservativen Kreisen kommt, die immer sagen wollten, Umweltpolitik macht keinen Sinn wegen Rebound-Effekten. Aber trotzdem, es gibt Rebound-Effekte. Aber gerade die ökonomischen Instrumente, also ein absolutes Cap, wie beim Zertifikatehandel, Cap and Trade, da ist der Rebound im Prinzip ausgeschlossen, weil er sozusagen unter dem Cap stattfindet. Und auch bei Umweltsteuern,
wenn ich eben im Rahmen der Produktivitätssteigerung Umweltsteuern anhebe und Arbeit günstiger mache, dann habe ich auch eine Verlagerung der Nachfrage, sodass solche Rebound-Effekte, dass die, also die Einkommensgewinne durch Effizienz, nicht wieder in die energieintensiven reingehen, sondern eher in die arbeitsintensiven. Das wären gerade Möglichkeiten. Und letzter Punkt, heute unser Steuer- und Abgabensystem treibt vor allem die Arbeitsproduktivitätssteigerung. Das wirkt als Wachstumszwang, weil ansonsten, wenn wir nicht wachsen, die Arbeitslosigkeit zunimmt. Das setzt die Politik unter Zwang. Wenn wir mehr Anreize geben würden zur Ressourcensteigerung, dann hätten wir weniger Wachstumszwang. Und das Wachstum, was verbleibt, wäre gleichzeitig ökologischer. Insofern, da gibt es interessante Verknüpfungen zwischen dieser auch Degrowth-Debatte und den Instrumenten, die wir hier gerade diskutieren. Vielen die ich Dank. Nur zumindest kurz erwähnen wollte. Ich habe jetzt gleich dazu, glaube ich, Herrn Feld, dann habe ich Herrn Wende, dann habe ich Sie und Sie und dann wird Herr Leffert seine Replik auf Herrn Ludewig gleich starten und die anderen Bemerkungen mit einpreisen. Bitte schön, Herr Feld. Ja, vielen Dank, Frau Weidenfeld. Ich habe gerade eben in dieser letzten Runde der Diskussion dann doch ein paar Punkte, die ich ganz gerne nennen würde. Bei Herrn Gamke habe ich eben nochmal festgestellt, wie man Ordnungsrecht und Ordnungspolitik verwechseln kann. Es ging um ordnungsrechtliche Maßnahmen, nicht um ordnungspolitische. Und das ist nicht nur notwendigerweise deckungsgleich. Bei der Rentenversicherung muss man klar sagen, die ökologische Steuerreform hat die Anhebung, die damals angestanden hätte, verhindert. Aber die Senkungen, die seither stattgefunden haben, sind der guten Arbeitsmarktlage geschuldet. Dann muss man klar sagen, da habe ich fast Schnappatmung gekriegt, Herr Ludewig. Also wenn Sie dieses System, das wir bei der Mehrwertsteuer haben, die Verlagerung der Vollendung des Bestimmungslandprinzips in die Unternehmen bei Ökosteuern nachvollziehen, dann freue ich mich auf die neuen Konstrukte, die zustande kommen. Denn alleine deswegen haben wir einer massiven Hinterziehung der Umsatzsteuer Vorschub geleistet, anstatt vernünftig aufs Ursprungslandprinzip überzugehen. Das wäre eigentlich notwendig gewesen. Die Politik hat das in der EU nicht fertiggebracht, weil Verteilungseffekte zustande gekommen wären, die man nicht wünschte. Und deswegen haben wir das Bestimmungslandprinzip in die Betriebe verlagert. Da wären manche Konstruktionen, die danach heftig angegangen worden sind, gar nicht erst entstanden. Bei den Steuervergünstigungen, das ist eine Bemerkung, die so in viele Richtungen geht. Da hat Herr Lude mich glaube ich, schon mal in der Anhörung als ein Verbündeten empfunden, unerwarteterweise. Da muss man nicht mal Ordnungspolitiker sein, da geht es einfach darum, Verzerrungen abzubauen. Wir würden immer sagen, dass Steuervergünstigungen Subventionen sind. Und dass es keinen Sinn macht, diese Subventionen durchzuziehen. Wir hören das natürlich oft von der Industrie, ob nun vom BDI oder von wem auch immer, dass man dann die Steuerbelastungen bekämpft. Aber im Grunde will man nichts anderes als eine bestimmte Form der Subventionierung, die noch schwerer abzubauen ist als echte Subventionen. Das ist ganz klar. Und vor dem Hintergrund ist es günstig, Steuervergünstigungen abzubauen. Wie weit wir das bei der energieintensiven Wirtschaft durchkriegen, weiß ich nicht. Aber vielleicht muss man sich auch einfach überlegen, was ist denn die Definition der energieintensiven Wirtschaft? Ja, wir haben das ja irgendwann erweitert, dieses Konzept in einem Ausmaß, wie es nicht gerechtfertigt ist. Produktivitätssteigerungen haben wir seit 2007 fast nicht gehabt. Ich muss vielleicht darauf hinweisen, und das ist so die Öffnung hinein in die nächsten Debatten, die wir in diesen Tagen führen. Herr Ludewig, ich habe den Eindruck, dass Sie so ein bisschen die Debatten der Vergangenheit führen. Verlagerung von der Besteuerung des Produktionsfaktors Arbeit auf den Produktionsfaktor Energie. Das ist die Diskussion Ende 90er. Und damals hatten wir eine Arbeitslosigkeit, die enorm war. Ich habe das eben in meinem Vortrag gesagt, bis 2005 bei über 5 Millionen, eine Arbeitslosenquote von fast 12%. Das war eine Situation, in der man so argumentieren konnte. Jetzt sind wir bei der Hälfte der Unterbeschäftigung. Wir haben, wenn Sie die restlichen knapp 3 Millionen Menschen in Lohn und Brot bringen wollen, ganz andere Probleme als die Belastung des Produktionsfaktors Arbeit. Da muss man ganz anders ansetzen. Und wenn Sie noch 5 Jahre weiterdenken, sind wir im Fachkräftemangel. Das heißt, wenn man nun höhere Energiesteuern einführen möchte, muss man die Kompensation woanders einführen. Und das hat Frau Weidenfeld schön gesagt. Wie ermöglichen wir denn, wie erleichtern wir denn dieser Wirtschaft Innovationen, möglichst auch Innovationen, gerade in den Bereichen, in denen ich das als Grüner unbedingt haben will. Und da muss ich sagen, führen Sie doch eine Steuerreform durch, bei der wir vollständige Finanzierungsneutralität haben, dann kommen wir nicht in weitere Steuersubventionen, indem man sagt, wir lassen den kalkulatorischen Eigenkapitalzins abzugsfähig machen. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass auch neue, junge Unternehmen, die Startups, nicht in Venture Capital gehen müssen und in dem Sinne eine Sonderförderung für Venture Capital notwendig ist, sondern von vornherein die Finanzierungsneutralität das erreicht.
Vielen Dank. Dann, wenn Sie das Mikrofon einfach zwei Plätze weitergeben, dann... Besten Dank, Frau Weidenfeld. Ich habe eine Frage an das Gremium. Werden wir nicht auch bald einen kostensparenden Flugverkehr haben? Und nämlich, dass wir einen klimafreundlichen Flugverkehr haben. Ich denke an das zukünftige Flugzeug, was durch Solarenergie betrieben wird. Das steht schon auf dem Reißbrett und wird auch bald im Modell über den Atlantik fliegen. Herr Wende, vielen Dank. Ich glaube, wir haben den Punkt. Wir werden uns über Flugverkehr gleich nochmal gesondert. Sie ziehen zurück und dann haben wir hier noch vorne in der eben auch zurück. Wunderbar. Dann haben wir jetzt einen riesigen Katalog. Ich würde vielleicht erstmal das Flugzeug kurz abhandeln, weil wir müssen ja dann intensiv noch auf Herrn Feld eingehen und dann sind wir auch schon fast am Ende dieser Sitzung. Reden wir vielleicht nicht nur über das Solarflugzeug, sondern über tatsächlich disruptive Innovationen, die uns zum Beispiel möglicherweise anders über das Fliegen denken lassen in absehbarer Zeit, als wir das heute tun. Herr Ludewig, wie viel Platz ist in Ihren Gedankengebäuden für solche Technologien, für solche Innovationen? Vor allem, wenn man das vielleicht nochmal anschaut vor dem Hintergrund der Energiewendepolitik, die die Bundesregierung betreibt und ja auch die vorherigen Bundesregierungen betrieben haben, wo man ja von Technologieoffenheit im Ernst nicht reden kann. Ja, also für Technologieoffenheit werben wir immer wieder. Das ist tatsächlich oftmals nicht der Fall. Also dann wird statt Subventionen abzubauen, bestehende, gibt man nochmal extra Subventionen beispielsweise für die Elektromobilität, um da eine bestimmte Technologie voranzubringen. Insofern muss auch im Flugverkehr gelten, was in den anderen Bereichen gelten muss, nämlich dass man die tatsächlichen Kosten einpreist. Und dann haben natürlich Technologien, wenn es sie dann gibt, Solarbetrieben etc., haben dann einen Vorteil, weil sie entsprechend keine Steuer zahlen müssen. Und heute ist es ja so, dass wir Mineralölsteuer haben für die Autos, für die Busse, die Bahn zahlt die Stromsteuer und gerade der Flugverkehr, der klimaschädlichste Verkehrsträger, muss eben nichts fürs Kerosin bezahlen. Dann lohnt es sich eben auch weniger auf neue Technologien zu setzen. Und gleichzeitig gilt aber hier auch wieder die Frage nach der Wettbewerbssituation. Und da kann ich natürlich jetzt erstmal am Reißbrett, wie bei der Industrie auch schön sagen, sind alle Steuervergünstigungen, müssen alle komplett abgeschafft werden. Theoretisch ist das so. Und gleichzeitig ist die Frage, was passiert dann? Und da muss man die Folgewirkung sich überlegen und dann doch wieder real Kompromisse machen. Aber bei der Industrie können wir uns, glaube ich, zumindest darauf einigen, dass wir diese ganzen verschiedensten Kriterien, die es ja gibt für Steuer, für EEG, für KWK-Umlage, Netzentgelte, Konzessionsabgaben, haben wir immer wieder andere Anknüpfungspunkte für die Ausnahmeregelung. Und wenn man das schon mal vereinheitlichen würde, weil es immer um die gleiche Frage geht, ob ein energieintensives Unternehmen der Wettbewerbsfähigkeit unzulässig gefährdet wird oder nicht, dann könnte man sowohl das ökologisch zielgerechter machen, als auch die Unternehmen von viel administrativem Aufwand entlasten und die Stadt gleichermaßen. Wunderbar, dann würde ich vorschlagen, fangen wir tatsächlich mit Herrn Lefert an und dann sind Sie gleich nochmal in dem zweiten Nachschlag auch gerne dabei. Herr Lefert. Ja, also im Kern geht es mir eigentlich um das, was Herr Ludewig dann Professor Feld gesagt haben, nämlich die Grundsatzfrage, wollen wir eigentlich diese Thesen Ende der 90er Jahre, Energie zu verteuern und im Gegenzug die Kosten des Faktors Arbeit senken, ist das eigentlich heute in gleicher Weise zeitgemäß? Und da würde ich Ihre Einschätzung teilen. Ich sag mal, aber Herr Feld hat ja nur gesagt, mit dem Faktor Arbeit haben wir es jetzt nicht mehr so, ja, weil wir eben darauf, das Problem nicht mehr haben. Energiepreise oder was die Preise für Energie angeht oder für CO2, das ist ja unabhängig. Aber es geht ja letztendlich um die Frage Sie wollen ja umsteuern im Rahmen der ökologischen Steuerreform. Und ich möchte einfach auf eins hinweisen. Wir haben eben auch unterschiedliche Typen von Unternehmen in Deutschland. Die großen international aufgestellten Familienunternehmen, die erreichen sie nicht durch Senkung der Arbeitskosten im Inland und die erreichen sie im Zweifel auch nicht oder sind nicht in dem Maße betroffen, wenn sie die Energiekosten hier steigern, sondern der Trend dort ist eindeutig. Von den 4,6 Millionen Beschäftigten, allein dieser 500 Familien, sind 3,2 Millionen Beschäftigte im Inland
Und der Trend geht hin zu Investitionen in Drittstaaten, gar nicht innerhalb der Europäischen Union. Worauf will ich hinaus? Es geht ja, aber das darum. Ist doch zunächst mal nur, Herr Liefert, eine neutrale Feststellung. Wir haben genau, aber ich will ja jetzt darauf hinaus, wo wir hin müssen. Wir müssen Innovationen am Standort Deutschland begünstigen. Und mit begünstigen meine ich jetzt nicht im Sinne von im klassischen Sinne fördern, aber das ist sozusagen der Schlüssel für Beschäftigung in Deutschland, die Wertschöpfung. Und es ist gleichzeitig, und darauf wollte ich hinaus, auch der Schlüssel für einen Beitrag zum globalen Klimaschutz und zur globalen Energieeffizienz. Und das ist der neue Ansatz, den wir meines Erachtens im Jahr 2015 gehen müssen. Und die Grünen haben ja auch, Herr Gamke, Sie haben ja da durchaus auch, wie ich finde, gute Ansätze, wenn es um das Thema Forschung, Bildung und Innovationen geht. Und da müssen wir meines Erachtens hin. Und da würde ich auch künftig einen Schwerpunkt setzen. Und der Punkt von Ihnen, Herr Feld, dass wir die Eigenkapitalbildung unserer Unternehmen unterstützen müssen, damit sie diese Innovationen tätigen können. Sie sagten ja, wir müssen Waffengleichheit herstellen, steuerlich zwischen Fremd- und Eigenkapital. Was der Sachverständigenrat seit vielen Jahren der Bundesregierung empfiehlt, wir aber bisher nicht machen, dass wir die Fremdfinanzierung steuerlich begünstigen und den Aufbau von Eigenkapital in den Unternehmen nach wie vor steuerlich bestrafen. Da wäre es sinnvoll, im Sinne von mehr Investitionen, die dann getätigt werden könnten, anzusetzen. Und deshalb werbe ich dafür, dass man einfach eine andere, ganz grundlegend andere Ausrichtung wählt, als das Ende der 90er Jahre der Fall war. Vielen Dank, Herr Gamke. Ich denke, Herr Professor Feld, natürlich Ordnungsrecht. Ich denke, dass, ich sage es nochmal, wir nicht umhin können, so sehr ich die Debatte zum Beispiel Eigenkapital, Sie wissen, dass ich da Sympathie habe, muss ich einwerfen, Steuergestaltung ist im Moment gerade dadurch, dass die Belgier das eingeführt haben, in erheblichem Maße in Europa gemacht worden. Das heißt also, es hat viele Aspekte. Sie haben auch auf das Thema Umsatzsteuer mit Recht hingewiesen. Es ist einfach nicht durchsetzbar. Aber das sind andere Themen, die will ich jetzt nicht besprechen. Ich will Folgendes sagen. Zwei Dinge. Einmal, das haben wir bei den Energiezertifikaten gemerkt, übrigens bei der EEG-Förderung, nicht auf einer steuerlichen, aber bei der Subventionsbasis, dass wenn wir marktwirtschaftliche oder wenn wir in die Marktwirtschaft eingreifen, indem wir bei den Zertifikaten eigentlich Markt machen wollen, aber nicht beachten, dass eben die Reduktion der Zertifikate unabdingbar ist bei dem der Dynamik, die wir auslösen wollen. Das verhandeln wollen. Sie bitte mit den Polen, aber nicht an diesem genau. Tisch. Genau, ich wollte nur sagen, dass es eben nicht einfach gelingt, marktwirtschaftliche Elemente einzuführen in einer Situation, wo nicht das mehr, sondern das weniger Zielsetzung ist. Das ist einfach ein prinzipieller Nachteil. Ich finde, wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf, es ist ja nicht nur ein prinzipieller Nachteil, sondern gerade bei den Zertifikaten hat man ja gesehen, dass man durchaus etwas einführen kann, was man für richtig und logisch und in Ordnung hält, was aber dann, wenn der Konjunkturzyklus anders läuft, als man denkt, auf einmal überhaupt nicht mehr, und zwar über Jahre hin, überhaupt nicht mehr wirkt. Also man hat zu viele Zertifikate ausgegeben, weil man die Finanzkrise irgendwie nicht auf dem Plan hatte natürlich. Man hat diese Zertifikate dann nicht wieder einsammeln können, das sagen Sie zu Recht, weil eben da die Interessen anders sind. Und man hat dann aber eben ja auch nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass sich in der Zwischenzeit die Prioritäten in einzelnen Ländern fundamental verändert haben. Ich plädiere nur dafür, die mögliche Dynamik vorherzusehen. Und vergessen Sie mal die Finanzkrise, schon allein dadurch, das hätte vom Prinzip nur dann funktioniert, wenn ich nämlich die Effizienzgewinne, die ja damit erzielt werden sollten, sozusagen auch in einen Mechanismus, unabhängig, was die Ursache ist. Die gewollte Ursache war, ich will weniger CO2-Ausstoß haben und damit muss ich zwangsläufig die Zertifikate in der Menge zurücknehmen. Die Finanzkrise hat dann sozusagen den starken Drive noch dazu gemacht. Das heißt, ich muss bei der EEG-Vergütung war es genauso. Wir haben einfach, es ist vom Ansatz nicht damit gerechnet worden, eine Kopplung zur Produktivitätssteigerung zu machen und die hätte gemacht werden müssen. Und das ist es so, wenn man solche Instrumente einführt, muss man so etwas vordenken und wirklich auch umsetzen. Ich warne nur davor, dass wir glauben, jedenfalls ist das meine Einschätzung und die ist sicher
kann kontrovers diskutiert werden, dass wir nur allein auf Innovation, wofür ich sehr bin, Forschungsförderung, Sie kennen unsere Dinge und kalkulatorische Zinsen auf Eigenkapital, wobei ich auch auf der Fremdkapitalseite eben Korrekturbedarf, Abgeltungssteuer sehe. Aber unabhängig davon, ich glaube, Politik kann nicht darauf verzichten, auch wenn ich es gerne hätte, vollkommen technologieneutral sozusagen Förderung zu machen. Ich gebe ein Beispiel. Im Bereich der Mobilität gibt es zwei wesentliche Stränge, das sogenannte Wasserstoffauto und die Elektromobilität. Es gibt viele Automobilhersteller, die mir sehr glaubhaft versichern, dass technologisch, ökologisch das Wasserstoffauto die bessere Lösung wäre. Aber das funktioniert nur durch den Aufbau einer Infrastruktur. So, das heißt, ich muss als Politik, genauso wie ich mal Kernkraft gefördert habe, na, jetzt weil ich gesagt habe, die Elektromobilität. Die Hoffnung, dass Politik auf Technologie oder allein technologieneutrale Maßnahmen setzen kann und nicht, was die Infrastruktur anbelangt, manchmal was die Forschung anbelangt, gewisse Entscheidungen treffen muss. Ich erinnere mich, dass wir Anfang der 80er Jahre die Supraleitung für Hochspannungsgleichstromübertragung mal gefördert haben. Also bevor wir jetzt ins Erzählen kommen, Herr Gamke, ich glaube, wir haben Ihren Punkt. Nein, aber ich wollte nur sagen, es wird nicht funktionieren mit allein sozusagen technologieneutral, so sehr ich dafür eintrete und im Einzelfall auch sehr kritisch bin, wenn es nicht mehr technologieneutral ist. Aber wir werden darauf nicht verzichten können. Die Debatte müssen wir führen. Herr Ludewig. Also Herr Gamke, Sie haben ja recht, da wo es um Infrastruktur geht, da sind auch mal Richtungsentscheidungen notwendig, aber ob jetzt die Atomenergie jetzt gerade das beste Beispiel ist, das zeigt ja eher gerade, dass... Aber wir nehmen auf jeden Fall schon mal zu Protokoll, dass Elektromobilität möglicherweise ein ähnliches Schicksal erleiden wird. Ich hoffe nicht, aber das zeigt eben, was auch die Folgen sein können. Wir haben jetzt auch für die Grünen Fraktion ja ein Konzept erarbeitet, wie man zum Beispiel die Kfz-Steuer so umgestalten könnte, dass einerseits die Elektromobilität davon profitiert, aber andererseits zum Beispiel auch die klassischen Motoren, also die brauchen ja auch einen Anreiz, effizienter zu werden. Elektromobilität bleibt erstmal die Nische und bis wir die Elektromobilität haben oder Wasserstoffautos oder was auch immer, müssen wir eben bei den bisherigen Automobilen auch große Fortschritte hinkriegen. Da brauchen wir tatsächlich für beide Anreize. Aber vielleicht nochmal zu ein paar Punkten, die Herr Professor Feld angesprochen hat. Wir haben jetzt so ein bisschen gegenseitig den Sprung zwischen eher theoretischer und eher praktischer Betrachtung gemacht bei verschiedenen Punkten. Beim Steuererleichterung waren Sie eher theoretisch unterwegs und ich habe dann eher die praktischen Aspekte betont. Beim Grenzausgleich war es eher andersrum. Das habe ich ja auch schon gesagt, das hat ein paar Pferdefüße, aber ich wollte es zumindest als theoretische Option mal genannt haben. Da haben Sie dann eher auf die praktischen Aspekte hingewiesen, wo wir gerne auch noch Anregungen aufnehmen. Aber wenn sich jetzt Herr Ludewig am Ende alles neutralisiert, wenn der eine sagt theoretisch, was schön wäre, der andere sagt praktisch geht's aber nicht, dann kommen wir hier nicht so richtig weiter. Genau, deswegen muss man da immer einen guten Kompromiss aus Theorie und Praxis eben hinkriegen. Und da haben wir, glaube ich, auch ein paar Dinge identifiziert. Man kann die Ausnahmen der Industrie zielgerichteter ausgestalten, abbauen, ohne sie ganz abzuschaffen, als ein Kompromiss zwischen Anreizwirkung und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Man kann mindestens mal Steuern indexieren, Umweltsteuern, sodass sie nicht dauernd abgewertet werden. Das setzt auch noch keinen Nachteil. Und für die Einnahmeverwendung, da habe ich verschiedene Optionen aufgezeigt. Ich stimme Ihnen zu, dass im Bereich Arbeit der Bedarf heute nicht mehr so groß ist wie in den 90er Jahren. Das ist ja erstmal aber was Positives. Ich habe als einen Extremfall die sektorspezifische Rückerstattung genannt, als eine sehr industriefreundliche Variante. Ich bin da halbwegs leidenschaftslos. Wichtig ist, dass wir die externen Kosten internalisieren und was wir mit dem Geld dann machen, da gibt es viele Möglichkeiten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Sie haben gesagt, das sei deswegen eine alte Debatte. Ein Stück weit ist es das. Gerade wegen dieser Inflationswirkung ist der Umweltsteueranteil heute wieder auf dem Niveau von vor der ökologischen Steuerreform. So, jetzt das heißt, wir sind im Prinzip da fast wieder so, als wäre nichts gewesen. Und das heißt, ein paar alte Punkte sind leider heute auch wieder aktuell. Und dann kommt dazu, dass die Rohölpreise extrem niedrig sind. Deswegen aus unserer Sicht ist jetzt die Zeit, dass wir da einen neuen Schritt machen. Bevor wir uns jetzt, Herr Ludewig, endgültig mit der Bemerkung verabschieden, dass der Fortschritt eine Schnecke ist,
die manchmal auch im Kreis geht, würde ich von Ihnen gerne, von jedem von Ihnen zum Schluss einen Satz hören. Und zwar, wenn Sie einen Rat geben sollten, und deshalb sitzen wir ja eigentlich hier, wenn Sie einen Rat geben sollten, mit welchem Projekt die Grüne Partei in den nächsten Wahlkampf ziehen soll und zielen kann, das beinhaltet das Wort Steuern, das beinhaltet das Wort wahre Preise und das beinhaltet, Steuern und wahre Preise und verboten, Herr Liefert, ist das Wort Bildung und Innovation. Wie sieht Ihr Satz aus? Also wenn Lenkungssteuern lenken sollen, dann können sie nicht zu mehr Einnahmen führen, die man dann an anderer Stelle wieder verwendet, sondern dann erreichen sie ihr Ziel, wenn sie sich im Grunde genommen langfristig von selbst auflösen. Deshalb würde ich davon abraten, dass man sozusagen mit grünen Steuern alles Mögliche an anderer Stelle. Ich wollte eigentlich eher wissen, wozu Sie raten würden, und würde auch sagen, als Slogan ist das ein kleines bisschen sperrig, aber. Ich würde, ja, weil es lag mir eben auf der Zunge, weil Herr Ludwig sagte, der Anteil der Umweltsteuern geht immer weiter zurück. Jetzt aber. Also, noch ein Satz. Wir haben noch einen Versuch. Neuer Ansatz. Ich würde dafür werben, dass die Grünen im Bereich der Steuer- und Finanzpolitik die Notwendigkeit der mittelständischen Wirtschaft so berücksichtigt, dass sie auch ökologischen Zielen dienen kann. Vielen Dank. Ich würde jetzt auch sagen, auch noch ein bisschen, also Sie haben noch eine Lernkurve vor sich, bevor Sie in das grüne Wahlkampfteam dürfen. Herr Ludewig. Also mit der Diskussion um die Lenkungssteuern sind wir endgültig in der Debatte der 90er Jahre. Das hat nur die Ökosteuer gezeigt, dass beides geht, solange die Bemessungsgrundlage sich nicht völlig auflöst, kann man da immer noch mit Einnahmen erzielen. Wir sind am Ende dieser Diskussion. Ich mache keinen Satz fürs grüne Wahlprogramm, glaube ich, das kriege ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht so hin, dass es gut ist. Aber ich denke, im Wahlprogramm wird man nicht detaillierte Konzepte vorschlagen, sondern die Grundidee, und die heißt, Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Das heißt, dass man feststellt, heute, wer sich ökologisch und sozial verhält, wird da tendenziell für bestraft statt für belohnt, und das müssen wir umkehren. Und wir müssen im ersten Schritt mal die umweltschädlichen Subventionen abbauen, die genau in die falsche Richtung ziehen und dem Staat Geld kosten. Ich denke, das sind alles Dinge, die müssen ins grüne Wahlprogramm, und detailliert wird es dann in den Koalitionsverhandlungen und in der Gesetzgebung hoffentlich, die dann danach auch folgt. Herr Gamke. Naja, also der Anspruch, dass ich jetzt das grüne Wahlprogramm verkünde, Sie sollen das würde ja, mir viel Ärger einbringen. Sie sollen ja nur einen Rat geben. Und Sie sollen ja nur einen Rat geben. Und die Tatsache, dass Herr Liefert uns da nicht ein gutes Programm gleich liefern kann, lässt ja tief blicken. Er hat es versucht. Er hat es aber versucht. Ich anerkenne Herr Liefert, er hat den Versuch. Nein, ich würde wirklich aus meiner Sicht heute sagen, wir müssen als Grüne eine deutliche Besteuerung von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen durchführen, damit der Klimaschutz wirklich erreicht wird. Das heißt, alle die, und die gegen den Klimaschutz arbeiten, eben angehalten werden durch eine entsprechende Verteuerung der entsprechenden Ressourcenverbräuche, dass wir den Klimaschutz wirklich erreichen. Würden Sie sagen, dass Deutschland jetzt im Gegensatz zu Magdeburg reif ist für eine solche Diskussion, die in einem Wahlkampf geführt wird? Ich komme zurück auf meine ganz einleitende Bemerkung. In dem Moment, wo wir klar machen, dass wir nicht nur eine ökologische, sondern auch die soziale Dimension immer mitdenken, ja, dann können wir das. Meine Damen und Herren, die Wahrheit der Preise in den letzten anderthalb Stunden. Ich danke Ihnen für Ihre Gedanken und Überlegungen. Ihnen, Herr Liefert, für Ihren Mut, sich hier in die Höhle des Löwen zu begeben und am Ende auch noch zu sagen, Sie wollen ein Mittelstandsprogramm. Das ist schon wirklich großes Kino gewesen. Danke Ihnen für Ihre Beiträge, für Ihr Interesse, und wünsche Ihnen noch gute anderthalb Tage weitere Debatten und Überlegungen.